Mal ein paar Strichen. Es könnten noch sehr viele werden, habe ich so das leise Gefühl. Eckball Nummer 2 nach einer Minute und 45 Sekunden. Egli, Tor! Schon 1:0. Wieder ein Wunschstart. Der Torschütze ist Thomas Bickel. Der Spieler, der sein Comeback gibt heute in der Nationalmannschaft. Unser Interviewpartner von der Tagesschau, das war ein Tor noch in der zweiten Minute. Und auch beim vierten WM-Qualifikationsspiel haben die Schweizer das Glück, schon früh einen Treffer zu erzielen. Das war ja gegen die Schotten besonders extrem, aber auch gegen Italien, als man nach 16 Minuten schon 2:0 führte. Und auch in Estland dann nach 21 Minuten bereits das erste Tor hier in der zweiten. Pizarro, sehr schön auf Sutter. Forza. Jawohl! 2:0. Ciriakos Forza, 45. Minute. Technisch einwandfrei gemacht. Da lacht das Fußballerherz. Und dasjenige von Roy Hodgson insbesondere. Sehr schön hier hinten nach vorne gespielt. Sutter, und dann schauen Sie sich das an. Forza lässt den Ball aufprallen und dann ganz genau technisch hervorragend, um nicht zu sagen perfekt, sein Heber über Torhüter David Clouet hinweg zum, ich würde sagen, Halbzeit-Wunschresultat von 2:0. Die Schweizer können sich nicht beklagen über den Lohn ihrer Anstrengungen in den ersten 45 Minuten. Sie sind im nächsten Jahr zwei der sechs Mannschaften, können dann ja an die Weltmeisterschaft reisen. Und die Chancen der Schweizer sind weiterhin intakt. Mehr als das. Sie können mit diesem 3:0 durch Chapuisat, nicht nur mit 7 Punkten, sondern jetzt auch noch mit einem um ein Tor besseren Torverhältnis, mit einem um einen Tor besseren Tordifferenz den kommenden Ereignissen entgegensehen. Da muss Hodgson natürlich lachen auf den Stockzähnen. Ein krasser Goalie-Fehler. Marke Gianni ließ sozusagen grüßen. Der Ball war glitschig. Und Chapuisat hat das Ganze ausgenutzt. Und wieder in der letzten Minute, wieder in der Nachspielzeit, einen Schweizer Treffer erzielt mit 3:0. Ist jetzt sogar auch das Resultat wohlklingend, sieht gut und klar aus, eigentlich klar als der Spielverlauf. Die Schweizer griffen immer an,